Herzlich willkommen. Ich bin auf der IMM in Köln und zwar IMM 2016. Es ist wieder soweit. Die internationale Möbelmesse ist gestartet. Und wo bin ich? Ich bin direkt natürlich zum Spektralstand gegangen. Neben mir ist Markus von Spektral. Hallo, schön, dass wir uns wieder sehen. Freut mich auch. Das Jahr ging schnell rum. Ich weiß, dass ich letztes Jahr um diese Zeit hier war und habe dann den Begriff Smart Furniture gelernt, weil das war euer neues Konzept, das war das neue Motto. Mhm. Was ist daraus geworden? Wie ist das Ganze gelaufen? Ja, du, seit einem Jahr gibt es auf diesem Planeten Smart Furniture, wie man hier so sieht auf dem Schild. Wir machen Smart Furniture, alle anderen machen nur Furniture. Und das Smart Furniture, das sind ja Möbel, die können mehr als nur Klappe auf und zu, also mehr als schicker Stauraum. Da gibt es viele smarte Zusatzfunktionen, die man von einem klassischen Möbel eigentlich nicht so kennt. Zum Beispiel diese integrierten Lautsprecher, dass ich ein tolles Heimkino habe, ohne rumstehenden Lautsprecher. Ich habe keinen Kabelsalat und ich habe Integration von Smartphones oder ein iPad und iPhone. Das heißt, das ganze Konzept habt ihr jetzt auch in diesem Jahr dann weiter ausgebaut? Welche Neuigkeiten gäbe es da oder was können wir uns anschauen? Wir haben jetzt viele neue Dinge einfallen lassen. Und was ganz Tolles, den möchte ich dir jetzt kurz zeigen, das wird der Matthias, unser Entwicklungsleiter, erklären, nämlich die Spektral Smart Control. Matthias, der Markus hat mir gesagt, du kannst mir was zum Thema Smart Control sagen. Das Ganze hat anscheinend was mit dem iPhone zu tun. Wie funktioniert das Ganze? Ja, wir haben eine App gemacht fürs iPhone, mit der man jedes Gerät im Möbel fernbedienen kann. Das heißt, die Anzahl von Fernbedienungen, die ich jetzt momentan auf meinem Wohnzimmertisch liegen habe, die brauche ich nicht mehr? Ersetzt durch eine Fernbedienung. Und wir nennen es eigentlich die Gernbedienung. Die Gernbedienung? Was brauche ich dafür, außer meinem iPhone, was ich dann sowieso schon am Leib habe? Was ich dazu brauche, ist einfach noch eine Blackbox. Die verbindet sich per Bluetooth mit dem Gerät und sendet Infrarotbefehle an die Geräte im Möbel. Das heißt, diese Blackbox, die stecke ich dann jetzt dort, wo meine ganzen Geräte sind, stelle ich die einfach dazu? Genau. Und dann kann ich drahtlos das Ganze benutzen? Per Bluetooth 4.0 ist die Verbindung hergestellt. Die Befehle, die jetzt hier auf so einer Fernbedienung drauf sind, wie kommen die jetzt da rein? Wir haben vorkonfigurierte Menüs für die gängigen Modelle, Samsung TVs, Apple TV, Blu-ray und natürlich unsere Spektral Soundsysteme. Da braucht man überhaupt nichts machen. Und wo bekomme ich die App her? Aus dem App Store. Ganz normal im App Store? Ja. Okay, die kriege ich nicht aus dem App Store, die gehe ich mir dann mal meinem Fachhändler kaufen. Genau. Und dann habe ich die Möglichkeit, direkt loszulegen. Oder was wäre, wenn ich jetzt ein Gerät habe, was nicht schon vorbereitet wäre? Wie kriege ich dann da die Befehle hinein? Das ist auch gar kein Problem. Ich lerne jeden Infrarotbefehl einzeln ein. Dann weiß ich genau, was ich bedienen kann. Sehr kurzer, einmaliger Prozess. Und wenn ich mal außer Haus bin, habe mein Handy dabei, meine Frau möchte gerne auch mal das Ganze benutzen, von der Bedienung her natürlich. Ja, dann lädt sich die App genauso aus dem App Store und kann genauso bedienen. Also sind mehrere Geräte damit auch direkt als Steuergerät zu nutzen. Markus, was hast du sonst noch für smarte Lösungen? Ja, letztes Jahr habe ich ja diesen Smart Dock vorgestellt. Das ist ein Dock, wo wirklich alle iOS-Geräte einstecken können, standardisiert. Wir haben uns jetzt mal was ganz Feines einfallen lassen, nämlich gar nicht mehr einstecken, sondern nur noch auflegen. Wie geht das? Ich zeige dir mal. Mal habe ich hier so ein schönes iPhone 6 Plus. Dann lege ich das hier auf die Glasplatte drauf, auf die Markierung. Und es lädt. Wie funktioniert das? Durch Induktion. Also wir haben ja unter der Glasplatte ist dieses Induktionsladeelement eingelassen. Ja. Und sobald ich das Handy auflade, registriert es die Induktion und lädt. Kabellos? Kabellos. Und das funktioniert dann mit welchen Geräten dann? Das funktioniert mit allen Geräten, die diesen QI, gesprochen Qi-Standard unterstützen. Also neuen Samsung-Geräte können das alles. Ja. Die Apple-Geräte können es noch nicht. Dazu gibt es dann diese Ladecover, also spezielles Cover, das sich unten einsteckt. In den Lightning-Stecker und dann lädt das. Also ich zeige das mal hier. Ich habe da so eine Hülle. So sieht die aus. Ja. Dann mache ich den Stecker weg, schiebe das Handy rein, Stecker wieder drauf und dann sieht es genauso aus. Gibt es für alle iOS-Geräte aus dem iPad, das kommt dann im Sommer nach, aber für iPhone 6 und iPhone 6 Plus funktioniert das wunderbar. Und jetzt mal direkt gefragt von der Praktikabilität, wenn ich jetzt beispielsweise ins Auto damit will, muss ich jetzt mal die Hülle abmachen oder kann Nein, du ziehst einfach diesen Stecker raus, kann ich jetzt einstecken im Auto oder einen normalen Ladekabel einstecken, nachher wieder drauf, fertig.
Das heißt also, ich habe hier eine Hülle, die einerseits eine Schutzhülle ist, sieht auch ziemlich schick aus und gleichzeitig dann auch die perfekte Beladefunktion. Ja, die ist auch schön griffig und klar. Gummi. Ja. Also, sieht man der Hülle eigentlich gar nicht an, was sie alles kann. Nee. Genial. Und das habt ihr dann in welchen Möbelserien habt ihr das Ganze verbaut? In gängigen Möbelserien ist drin. Sag mal, bei euren Beistelltischen habt ihr ja auch diese Verbindungsfunktion. Ja, ne? Die gibt es mit Smart Dock und auch mit der Smart Charge. Wenn ich das da rüber mache, wenn ich da mal rüberschaue, da sehe ich diesen Kreis. Der Kreis ist mein Zielpunkt, ja? Das heißt, da soll ich es genau drauflegen. Genau, dann lege ich die genau da drauf. Dann lädt es wieder. Schon ziemlich genial, ne? Keine Kabel, nichts mehr da? Nichts da. Lädt einfach so. Und das kann ich dann bei euren ganzen Beistelltischen so als Zubehör bekommen? Richtig, gell. Einfach eine Option, die wählst du an und dann bekommst du die. Schön, gefällt mir. Markus, ich sage ja ganz ehrlich, ich gucke mit einem Auge immer da hinten hin. Was habt ihr hier euch einfallen lassen? Ja, du, das sieht ja so irre aus. Wir nennen es Smart Flame. Das ist ein ganz normales Feuer. Nur, dass es halt kein echtes Feuer ist, sondern ein Smart Flame oder einen Cool Fire. Und wie funktioniert das? Muss ich da eine Chemikalie oder irgendwas rein tun? Kein Feuer. Es wird Wasser fein zerstäubt mit so einem Hochfrequenzmodul, also nicht verdampft, da bräuchte ich ja Hitze. Ja. Das ist mit einem Hochfrequenzmodul zerstäubt, ganz, ganz mikrofein. Es wird von unten beleuchtet durch LEDs. Ja. Und dann steigt die Luft auf und die aufsteigende Luft, da reflektiert sich dann das Licht da drin. Und dadurch entsteht dieses Flammenspiel. Also keine Chemikalie, nicht gefährlich für Kinder, weil die gehen natürlich als erstes dahin und sagen, oh, was ist denn das? Kann nichts passieren, ich kann mich nicht verbrennen. Es ist etwas warm, das kommt wahrscheinlich vom Licht, oder? Es muss etwas warm sein, es wird ganz leicht beheizt, damit die Luft aufsteigen kann. Weil die LED hat ja keine große Wärmeentwicklung. Und in welchen Ausführungen habt ihr das demnächst? Es gibt es nur bei Armeno. Ja. Es gibt es in einem Meter Breite und in einem halben Meter Breite, also die Hälfte. Und von der Bedienung her muss ich nur ab und zu mal schauen, dass mein Behälter mit Wasser da gefüllt ist. Genau, einfach bedienbar an- und ausschalten. Es sind Behälter drin, die fülle ich einfach auf. Ich kann hier einfach die Klappe aufmachen, komme ruckzuck ran. Und wenn der Behälter voll ist, sind 2 Liter drin, dann hält es über 10 Stunden. Nee. Bei Vollbetrieb. Cool. Also finde ich ziemlich sehr schön und ist, glaube ich, auch ziemlich einzigartig. Ne? Das ist sowas für ein Möbel. Ich glaube, das hat die absolut alle mal wieder die ersten. Ja. Habt ihr wieder nachts einen Geistesblitz gehabt? Ja, ich sage halt diese Lagerfeuer- oder Kaminromantik, die ist einfach unschlagbar. Und wir haben halt durch diese Beleuchtung noch wie so eine Art Ambilight dabei. Also braucht gar keine anderen Lichtquellen. Es macht ein ganz gemütliches Licht, Wohlfühlatmosphäre einfach. Genau das, was ich abends habe. Wiederholst du bitte nochmal die Serie? Für welche Serie das für Armeno. Ist? Für Armeno. Ja, also unsere Top-Serie. Yes. Und zu Armeno gibt es dann ja auch unter anderem, das machen wir mal gleich einen Sprung rüber zum nächsten Thema, weil ihr habt ja noch mal ein bisschen an den Dekoren gearbeitet. Richtig. Ihr habt das Programm noch mal etwas erweitert. Genau. Was habt ihr denn da so gemacht? Ja, also einzigartig bei Armeno oder Pappe Spektral sind ja diese Keramikoberflächen, die wir ja letztes Jahr vorgestellt haben. Und die kommen so gut an, dass wir noch 3 weitere Dekors dazu genommen haben, also die Kollektion erweitert. Und gerade hier siehst du dieses Stil, also diese Roheisenoptik, ist aber eine Keramik. Und da gibt es noch 2 andere, die zeige ich dir mal drüben. Alles klar. Okay. Erzähl. Ja, also hier zeige ich dir eine der ganz neuen Keramiken, die ich super spannend finde. Nennen wir Oxyd. Ist angelehnt an diesen Vintage-Riffelblech-Style. Ja. Gerade eben drüben bei dem Kamin haben wir die Steel-Variante gesehen. Ja. Der Oxyd, der hat so einen leichten Grünstich, so einen Oxyd. Und der hat, also jede Platte ist ein Unikat. Die hat, diese Wolkenbildung ist wirklich gewollt und macht halt dann also wirklich eine ganz, ganz spannende Optik. Man sieht auch, wenn ich die Front öffne, die Keramik ist hier aufgelegt, ist noch mit dem Aluminium verstärkt. Dann habe ich wirklich eine sensationelle, spannende Oberfläche, die nämlich auch noch turborobust ist. Also das Glas ist ja schon sehr kratzfest, aber die Keramik habe ich in meinem Wackerstein. Passiert gar nichts. Also der Stein reibt sich an der Keramik ab. Also, das heißt, einmal kann ich das Keramik bekommen hier für die Front. Das oder ganze eben Möbel, wo du willst. Überall, wo jede könnte. Oberfläche mit belegen, egal. Na
Bei den Farben habt ihr auch ein bisschen was geändert. Ich erinnere mich, dass ihr natürlich jetzt diesen riesen Fächer habt mit 2000 Farben. Das ist ja wirklich auch einzigartig. Das heißt, der Kunde kann sich ja mittels des Farbfächers dann ganz individuell sein Möbelstück kreieren lassen, machen lassen. Nee, aber wie du schon sagst, 2000 Farben, das ist die Qual der Wahl. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen einfach eine Farbempfehlung. Es gibt nach wie vor die 2000 Farben. Aber aus den 2000, da haben wir uns jetzt einfach 5 zeitlose Basisfarben ausgesucht und dann noch 21 Akzentfarben, wo ich halt diese Akzente setzen kann. Also die Grundfarbgebung aus den Basisfarben mit den Akzentfarben habe ich dann relativ einfach eine gute Farbwahl getroffen. Kann ich nichts falsch machen. Eine Wenn die nicht reichen, kann ich immer noch eine von den 2000 NCS-Tönen wählen. Okay, gute Orientierungshilfe, ne? Absolut. Und auch Entscheidungshilfe. Und dann auf der Rückseite sehe ich nochmal alle Keramiken, die Hölzer, die unterschiedlichen Stoffrunden, da gibt es ja auch 3 verschiedene Farben. Und zu guter Letzt kann ich noch die Gläser noch in satiniert oder in glänzend bekommen. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, Spektralwer bleibt weiterhin der Anbieter individueller Möbel, fällt mir nur so ein. Ne? So soll es sein. Dann bin ich ja mal sehr gespannt, was ihr euch im nächsten Monat so einfallen lasst, weil ehe wir uns versehen, ist 2017 und wir werden uns, hoffe ich, wieder hier sehen. Time flies, ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich auch. Danke dir. Ne? Mach's gut, viel Erfolg noch. Ne? Danke dir.